Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mitten aus Ruhrpott. Heute geht's ums Review von diesem netten, süßen, kleinen Teil, wovon ich richtig begeistert bin. Hier steht's, es ist die Nummer SJ82003. Teilezahl weiß ich im Moment nicht, aber genug. Mehr dazu nach dem Intro. So, bevor ich auf die Mine eingehe, die schiebe ich mir jetzt immer zur Seite, gehe ich erstmal auf die Zusatzteile ein. Und die sind partout nicht wenig. Also, habe erstmal hier drei nette Jungs. Im Video von mir. Dafür habe ich hier vier Waffen, beziehungsweise drei für die und eines für den anderen. Und zwar fängt es hier schon an. Normalerweise ist einer dabei. Ich habe einen mit Druck und einen ohne Druck. Und das liegt daran, dass in diesem Set eigentlich Aufkleber angebracht werden sollten. Die sind aber nicht dabei. Dafür waren dann nochmal drei Tüten dabei, wo nochmal neue Teile drin waren, wo die dann Prints hatten. Schick, oder? Wir haben hier so zwei Cubes. Die sind im Groben und Ganzen identisch. Ja, nur ihr seht, der hat keine Augen, der hat Augen. So muss das, glaube ich. Ja. Und hier innen drin sind nochmal zwei kleine. Hier auch. Die beiden haben Augen. Hier drin die beiden nicht. Schöne Farbe. Regular MZ 1. Dann haben wir hier diese nette Lore mit vier Schlangen, zwei roten und zwei grünen. Was ich richtig toll finde, aber nur eine. So gemerkt. Dann haben wir dieses Schweinchen hier mit Prinz. Ein großes, ein kleines. Oink, oink. Bis auf die Köpfe könnte ich die nochmal bauen. Dann habe ich den jungen Mann einmal mit Gesicht und Kopf und einmal mit Trans Blue. Dann habe ich einmal hier einen blauen Drachen. Ohne Print, ohne alles. Ja. Und dann habe ich einen dunkelblauen Drachen. Der hat aber vorne einen Print. Sieht man den? Ja, da sieht man die Augen. Ist ein identisch, nur mit Prints. Und aus dem Grunde haben sie dann nochmal komplett beigelegt. Ist auch ein anderes Blau. In der Mine ist eine TNT-Box, wo eigentlich TNT drauf sollte, war nicht dabei, also ein Print, Kiste nochmal neu. Ein Kopf mit einem Gesicht drauf, war eins ohne Gesicht, weil Print drauf, Aufkleber drauf sollte, ist dabei. Dann habe ich Spinnen. Eine mit Gesicht, eine ohne. Ansonsten sind die beiden identisch. Eine Fledermaus mit Print und eine, da fehlt mir oben drauf ein Teil. Ich glaube, das habe ich aber auch noch. Wäre dann aber ohne Print.
Ein schwarzes Schaf, würde ich sagen. Einmal mit Print, einmal ohne Print. Zwei schwarze Drachen. Einmal mit Print, einmal ohne Print. Und diesen jungen Mann mit Print. Das war jetzt schon ziemlich viel, würde ich sagen, ja. Übrig geblieben sind aktuell diese drei Zahlen. Schon nicht wenig, ne? Und dann habe ich hier meine Mine. Wie gesagt, das ist jetzt im Print, das ist jetzt im Print. Hier haben wir einen Aufzug, der auch wunderschön funktioniert. Hier ist eine Brücke. Ich würde sagen, dann halt, wir starten hier. Müssen über diese Brücke. Dann kommt hier ein Türchen, da kann man aufmachen. Dann ist hier die Lore, die hochgefahren ist. Dann kann man die hier runterfahren. Hier runterfahren, da runterfahren, da runterfahren und da unten rein. Hier ist noch, da ist noch ein Leuchtstein. Allerdings wurde der mir ohne Batterien geliefert. Also muss ich da Batterien rein tun. Aber das übersehe ich dann halt. Hier haben wir einen kleinen Wasserfall. Von hinten sieht das Ganze so aus. Hier haben wir übrigens noch eine Kiste, fällt mir gerade ein. Aber Schatz dafür habe ich nicht. Ja, und von der Seite sieht es so aus. Und es ist mir wahrhaftig zwei, dreimal auseinandergebrochen, weil das erst durchs Bauen stabil wird. Aber dann ist es okay. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Das ist jetzt zwar eine ganz kleine Mine in dem Sinne. Ich messe sie jetzt mal aus. Wir kommen auf eine Breite von 22 Zentimetern, eine Höhe von 20 Zentimetern und eine Tiefe von 20 Zentimetern. Es hat extrem viel Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Mit dem ganzen Zubehör, was dabei ist, wow, also echt Däumchen hoch. Ich bin sowas von zufrieden damit. Es ist einfach so schlicht, sind einfache Bauschritte, aber das Bauen, weil du musst dagegen drücken, dagegen drücken. Das war für mich, ich fand es anspruchsvoll. Ich fand es richtig gut. Das Einzige, ach so, jetzt hast du verstanden. Hier ist jetzt so ein Hebelchen, und wenn ich da wahrscheinlich ein bisschen fester rücke, würde der Sprengstoff runterfahren. Ah. Ich bin zufrieden. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Schreibt mir da mal in die Kommentare, was ihr von dieser kleinen süßen Mine haltet. Mit dem ganzen Zubehör doppelt und dreifach. Ich bestelle euch einen lieben Gruß aus einem Robot, aus einem sehr warmen Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.